Hey, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden Kekse gebacken. Ich freue mich schon total, da ich ja ein riesiger Süßigkeiten- und Keks-Fan bin. Heute mit einer Kamerafrau namens Kati. Hey! Und für die Kekse brauchen wir ein paar Zutaten, die haben wir schon vorbereitet. Dazu zählen 250 Gramm Butter. Dann haben wir hier zwei Eier, die brauchen wir. Eine Prise Salz. 200 Gramm Schokolade, das sind auch so 200 Gramm Haferflocken, 200 Gramm Mehl, habe ich noch was vergessen? Achso, hier, 2 Teelöffel Backpulver und eine Tüte Vanillezucker. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, Kekse mit Haferflocken, dein Ernst, Fred? Ja, mein Ernst, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, diese sind sogar vom Demeterhof. Nein, Spaß, aufgrund der Corona-Pandemie ist es ja relativ schwer, an Mehl zu kommen. Wir hatten noch genug für 200 Gramm Mehl, aber ich denke, dass man Haferflocken auch als guten Ersatz verwenden kann. Und die hatten wir noch, deswegen backen wir diese Cookies mit Haferflocken, was ja letztendlich nichts anderes als Vollkornmehl quasi ist. Zu Beginn werde ich die Schokolade schreddern im Thermomix. Kein Product Placement, keine Angst, den hatten wir schon. Der kommt von der Familie der Kamerafrau. Hey. Wollen wir nicht erst die Haferflocken machen? Wollen die ein bisschen feiner sein, ja. Die Kamerafrau hat gesagt, wir machen erst die Haferflocken, deswegen machen wir jetzt die Haferflocken. So. Müssen wir das hier einmal zumachen. Und ich mache jetzt die Hand drauf, weil das Ding finde ich gerade nicht mehr. Und go. Ist das genug? Gucken wir mal rein. Ich glaube, es ist... Oh, es ist Mehl entstanden. Das ist gar nichts, oder? So. Ja. Wir haben Mehl gemacht. Tada! Vollkornmehl! Super! So, das kippe ich jetzt zurück. In der Hoffnung, dass nicht alles auf dem Boden landet. Ich nehme mal hier einen Teelöffel zur Hilfe. So. Das war die erste Tat. Der zweite Streich folgt. Jetzt die Schokolade. Ich habe hier meinen geheimen Schokovorrat geopfert. Das sind einmal 70-prozentige Schokolade und 85-prozentige. Also je nachdem, wie süß ihr es mögt, könnt ihr auch gerne noch mehr Zucker oder süßere Schokolade addieren. So, jetzt wird auch die Schokolade geschreddert. Ein kleines bisschen noch. Wir möchten ja wirklich den perfekten Zerschredderungsgrad erreichen. Jetzt schon runter. Ich glaube, es ist perfekt. Sie werden etwas schokoladig. Schön geschredderte Schokolade. Falls ihr noch backfeste Backdrops, Schoko-Backdrops haben solltet, könnt ihr die natürlich auch sehr gerne verwenden. Dann werden eure Kekse heller und halt nur die Schokostückchen dunkel. Also unsere Kekse werden jetzt insgesamt ein bisschen dunkler. Jetzt kann man alles zusammenkippen, ne? Hätte sie auch drin lassen können. Ja. Ihr könnt es auch drin lassen. Ihr könnt auch die Schokolade so mit dem Messer hacken. Nicht verletzen. Ja, genau. Also falls ihr noch unter, ich weiß nicht, unter 12 sein solltet, fragt doch bitte einen Erwachsenen. So. Also 12-jährige Zuschauer? Weiß ich nicht. Okay, einmal die 250 Gramm Butter. Das sind hier bei uns Butterstücke aus 3 verschiedenen Paketen. Alles das, was wir noch im Kühlschrank hatten. Die Frage ist, warum haben wir 3 Pakete? Wir sind 3 Mädels in unserer WG und deswegen haben wir 3 Pakete Butter. Ja, weil wir die nicht teilen wollen. Genau, weil wir alle so sagen, nein, ich stehe an erster Stelle, mein Paket Butter gehört nur mir. Und nur für euch machen wir eine Ausnahme. So, jetzt die 200 Gramm hier pürierte oder gehackte, geschredderte Haferflocken.
Als nächstes fügen wir das Mehl hinzu. Es folgt die Schokolade. Eine Prise Salz. Hier sogar schön beschriftet. Zwei Teelöffel Backpulver. Und ein Päckchen Vanillezucker. Und die Eier solltet ihr auch nicht vergessen. Nicht klar, der spinnt auch ein bisschen. Ja. Der stirbt bald an Altersschwäche. No. Ja. Okay, ja, also ich muss euch was gestehen, ich habe leider die Butter nicht aufweichen lassen, deswegen hatte Thermomix seine Probleme. Jetzt muss ich etwas nachkneten und dann forme ich die Kekse oder Plätzchen und dann geht's ab in den Backofen. So sieht der Teig aus. Eigentlich ganz gut aus. Ja, lecker, lecker, lecker. Wie schon angekündigt, leicht schokofarbig. Und so. Achtung, Messer. Nicht schneiden. Kathi muss mich im Notfall nähen. Ich kann richtig gut nähen. Ich habe schon gesagt, wenn zu Corona-Zeiten die Notaufnahmen überfüllt sind und ich eine Kopfplatzwunde habe, lasse ich mich von ihr nähen. Dann gehe ich nicht in die Notaufnahme, das muss sie dann machen. Jetzt könnt ihr raten, was mein Job ist. Also Leute, Hände sind von mir gewaschen, würde ich nur so mal sagen. Kleine Info am Rande. Ja, ich habe leider vergessen, den Zucker einzufügen. Eigentlich wollten wir jetzt schon die Kekse formen. Ich habe ja den Teig gerade eben schon geknetet. Ja, das ist jetzt wieder da drin. Und jetzt kommen noch 200 Gramm Zucker hinzu. Zum Glück hat die Kamerafrau die Idee gehabt, den Teig zu probieren. Sonst hätten wir jetzt sehr unzuckerige Cookies gehabt. Okay, also 200 Gramm. So, und das knete ich da jetzt noch schnell ein und dann geht's weiter. So, ich mache die Kekse ein bisschen dicker, weil sie ja gleich eh noch zerlaufen. Die Pflanze hängt im Weg die ganze Zeit. Der gute Adam. Das ist Deko. Ja. Was sind das für Pflanzen? Erzähl mal. Wollt ihr das wissen? Ja! Das ist der Adam. Und das ist der Philipp. Pflanzenexperten würden wissen, warum. Ja, erklär mal für die Nicht-Pflanzenexperten. Also das ist ein Philodendron. Es ist nicht so kreativ, deshalb heißt er Philipp. Und das ist eine Monstera adansoni, deshalb heißt sie Adam. Und da hinten ist noch Pilea, weil sie Pilea heißt. Das ist die Pilea. Sehr Instagrammable, deshalb haben wir sie dahin gestellt. Normalerweise braucht sie mehr Licht. Hier ist eigentlich kein Licht. Wir haben das alles ein bisschen hier schön gemacht, damit ihr denkt, dass wir in einer Hipster-Kellerküche wohnen. Aber hier ist kein Licht. Die drei stehen normalerweise am Fenster. Kekse nur noch hier in den Backofen. Wir haben schon mal vorgeheizt bei 180 Grad und da sind sie jetzt so 11 bis 13 Minuten. Also rein. Wir haben uns für Ober- und Unterhitze entschieden.
So, die Kekse waren jetzt 11 Minuten im Backofen und sie sind fertig. Hier habe ich sie auf dem Teller und natürlich fehlt noch die Kostprobe. Ja, falls eure Kekse etwas weich sein sollten, das ist so gewollt, es sind Soft-Cookies und ja, mal schauen, wie sie schmecken. Und? Sehr lecker. Wie ihr hier sehen könnt, der Keks ist richtig schön weich und ja, einfach geil. Falls ihr es etwas süßer mögt, könnt ihr gerne noch ein bisschen mehr Zucker reinmachen oder süße Schokolade nehmen. Aber wir mögen es auch gerne etwas herber, deswegen sind sie für uns perfekt. Ja, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß beim Nachbacken und ja, noch eine schöne Zeit zu Hause. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.